Ja, am Megapark warst du Promoter? Genau, ja, richtig. Warst du früher zufrieden in Deutschland? Oder nee, Mann. Her mit dem Hate, alles gut für den Algo. Auch, damit auch eure Klicks sind Geld. Kommt ein eigener Malle-Song. Kannst du davon leben? So viele Beschwerden und nicht YouTube-tauglich, dass ich dann gesagt habe, weder authentisch oder gar nicht, dann lade ich es halt nicht mehr hoch. Bist du eigentlich vergeben? Nein. Wärst du gerne in einer Beziehung? Sieht man uns gut? Ja, man sieht uns schon, ne? So, bin ich ja. Ja, ist schon okay. Willkommen zu einem neuen Ballermann-Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar den Lukas Ballert. Ballert, ja. Der Name ist Programm. Ich schwör's dir, ich habe vorhin überlegt, wie kamst du eigentlich auf den Namen? Ey, irgendwas mit Ballermann und dann ballert man ja. Das ist jetzt natürlich Interpretation, was mit Ballert gemeint ist. Das habe ich mich auch noch gefragt. Trinken oder Sex? Ja, es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber trinken und Sex, sagen wir einfach mal trinken. Stimmt. Es geht natürlich hauptsächlich um den Alkohol. Und und Ballermann, Ballertmann, das passt halt. Ja, genau. Und dann, weil das Format Ballertmann ist, brauchen wir ja irgendwie einen Künstlernamen, und dann dachte ich halt Ballerten. Passt ganz gut, Lukas Ballert, passt. Kenne ich ja von früher noch, aber eigentlich auch nicht. Ich erinnere mich nicht richtig, aber wir haben uns ja dieses Jahr erst so richtig kennengelernt, genau, sage ich mal. Ne? 2019 mal gesehen, da warst du Promoterin oder bist du ja jetzt gerade wieder so Zeit beim Tattoo-Studio hier, genau. Da hast du mich auch schon gesehen damals? Da hast du mir angeboten, ey, was machst du eigentlich im Winter? Wir waren irgendwie am Quatschen, wir saßen irgendwann abends ganz spät mal zusammen. Ich kann mich noch daran erinnern, dann sagst du irgendwas wegen Airbnbs oder so in Cancun oder sowas. Und ich so, ich habe schon die und die Pläne für den Winter, wie das dann halt so war vor Corona-Zeit. So. Genau, das hast du mir irgendwie erzählt, dass du im Mexiko mal was machst. Ja. Ja, genau. Ja, total witzig. Siehst du, da kennt man sich schon. Aber jetzt haben wir uns auf jeden Fall wieder getroffen. Ich habe ja ein bisschen recherchiert, bevor ich nach Mallorca gekommen bin. Ne? So ein bisschen Umfragen und so Straßenumfragen. Ich wollte mal gucken, was ist da gerade so los auf dem Markt, weil ich ja selber auch ein paar Umfragen machen wollte, beziehungsweise Content drehen wollte hier am Ballermann. Und dann habe ich dich gesehen auf jeden Fall, dich und ein paar andere Kandidaten. Marc Eggers kennt man ja, aber deine Videos waren ja auch ziemlich beliebt. Dann gibt es da noch so ein paar andere Kandidaten. Ja, ich war auf jeden Fall überrascht, wie gut ihr die Videos macht. Also ich fand es richtig gut. Ja. Natürlich die Themen, obwohl es passt eigentlich super zum Ballermann, was ihr macht. Passt zu Ballermann auf jeden Fall. Ich würde jetzt sagen, nimm dir trotzdem besser kein Beispiel an mir. So. Obwohl eine Frau, die so auf die Kacke haut, wäre auch mal was. Das wäre krass, gibt's Ballert. Noch nicht. Also mal hier in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, dass ihr mal richtig loslegt hier. Das wäre witzig eigentlich. Wär mega lustig. Ich habe mich nämlich schon mal gefragt, warum eigentlich keine Frauen? Machen die schon? Aber ich glaube, das Stück weit, die Selbstverständnis oder das Selbstbewusstsein vielmehr, fehlt noch so zusammen. Komm, ich hau als Frau jetzt mal voll auf die Kacke. So ein bisschen so halt, aber so richtig auf die Kacke ist halt noch nicht so. Ja, stimmt. Aber ich habe auch wirklich nicht eine Umfrage von einer Frau gesehen am Ballermann. Wenn ich schon, aber keine, die ich krass finde. Ach so. Ja. Oh, interessant. Ja gut, vielleicht lege ich mich dann nochmal ins Zeug, mal gucken, so zum Spaß. Ne? Auf jeden Fall, Lukas, erzähl mir doch mal ein bisschen kurz dein Alter, woher du kommst und wie du zum Ballermann gekommen bist. Ich bin 34 tatsächlich schon. Wow. Alter Sack, Alter. Du bist schon erwachsen. Nee, erwachsen nicht, ich bin halt 34. Ja. Und zum Ballermann, ja, ich bin mit 19, ich weiß, mit 18 das erste Mal damals noch Handball gespielt, mit meinen Kollegen Urlaub gemacht in Cala Ratjada. Ah, ja. Und so Familie war auch schon mal immer auf Mallorca so, aber eher so im Osten halt. Und komm, gehen wir nach Cala Ratjada. Und dann wurden wir von Promotern da angesprochen, wollt ihr mal so einen Tag so eine Ballermann-Tour machen? Und ich hatte gar nicht so, ich glaube, ich war sogar bei uns so in der kleinen Gruppe so, der gesagt hat so, boah, Ballermann, weiß nicht, ey, boah, keine Ahnung, haben wir jetzt die Tagestour gemacht. Und ich weiß, ich fand es so geil, dass ich im selben Sommer noch einen Monat oder zwei Monate später das erste Mal Ballermann gebucht habe, so für ein Wochenende. Und dann, seitdem ich 19 dann war, wirklich bis jetzt, 15 Jahre sind es jetzt schon, ständig am Ballermann. Wirklich? Ja, ich liebe es hier, ja. Ich bin auch schon 16 Jahre hier. Ja, immer Touri hier, richtig geil, richtig auf Kacke hauen. Aber warst du immer mit den Jungs saufen und so, richtig? Ja, mit verschiedenen Leuten dann. Ich bin dann noch hängen geblieben von allen Leuten. So. Ja, und ich lieb's hier. Und dann ist jetzt hier so meine vierte Saison, wo ich jetzt quasi arbeite. Ob man das jetzt noch Arbeit nennen kann, kommen wir vielleicht später dazu. Ja. Das ist durch eine andere Sache. Aber ich habe damals auch nicht am Ballermann angefangen zu arbeiten, als ich Bock hatte, nach Mallorca zu kommen, habe ich bei Facebook damals noch, ich habe nicht mal mehr Facebook so, habe ich gesehen, da gab es einen Aufruf von Krümmel Stadel und dass die jemanden suchen für die Gastro. Und ich hatte gar keine Ahnung, habe aber behauptet, ich hätte Ahnung, obwohl ich eigentlich immer die andere Seite des Tresens so besetzt habe. Habe mich da irgendwie durchgemogelt, war da ein paar Monate, habe mir dann aber in der Gastro doch nicht so gepasst und bin dann wiederum einem Aufruf gefolgt vom Megapark, damals der Promoter sucht. Ja. Okay. Und dann war ich ab 2018 dann da und 2019 dann Promoter und dann kam Megapark warst du Promoter? Genau, ja, richtig. So. Ja, Mann. Wusste ich gar nicht. Genau, und auch Anfang letzter Saison tatsächlich noch. Ach, wow. Wo ich die Umfragen schon gemacht habe, ja.
Geil. Ja. Und ganz kurz, was hast du aber vorher in deinem Leben gemacht, jobmäßig? Speditionskaufmann, Mann. So. Ganz langweilig, Mann. Oh, wow. Okay, krass. Ja, ja. Das ist mir am unangenehmsten. Aber nein, Quatsch, alles cool. Warst du früher zufrieden in Deutschland? Oder nee, Mann. Ich war auch ehrlich gesagt, glaube ich, auch hier. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Du bist ja hier irgendwie so, danke. Hi. ja, Nut. hinter der Kamera habt ihr jetzt gar nicht gesehen. Ne? Die waren bildhübsch. Ja. Normal erkennen mich nur Männer leider. Also 75% männliche Follower. Ne? Daran muss man was ändern. Vielleicht habt ihr hier jemand Bock rüber zu rutschen. Ja. Und was heißt zufrieden? Boah, zufrieden bin ich tatsächlich jetzt. Ja? Weil ich einfach, ey, guck mal, wie viele Leute, klar hat man auch Spaß, auch als Promoter hatte ich oft Spaß bei der Arbeit, das ist aber trotzdem irgendwie noch eine Arbeit, die du machst, um Geld zu verdienen. Mhm. Du kannst auch Spaß bei der Arbeit haben, aber es fühlt sich immer wie Arbeit an, ja, trotzdem. Safe. Promoter ist ein harter Job. Ja, ja, auch wenn die Leute hier sagen, ein bisschen Leute anquatschen, es fällt jemandem wie uns wahrscheinlich einfacher wie anderen, aber trotzdem ist es Arbeit. Du hast nicht immer Bock und du musst immer warm dabei sein. Und jetzt habe ich einfach das Gefühl, und wer kann das schon von sich behaupten, dass ich einfach damit Geld verdiene, was mir Spaß macht. Ja. Einfach so Real Talk Spaß einfach. Ja. Geil. Ich kenne das Gefühl. Ja, das ist einfach ein ganz anderes neues Leben eigentlich. Ne? Du bist ja selbstständig sozusagen. Du entscheidest so ein bisschen, wie dein Alltag gestaltet wird. Oder beziehungsweise, ich weiß ja gar nicht, wie es jetzt momentan gerade bei dir ist. Da kommen wir jetzt drauf. Und zwar, erzähl doch mal ganz kurz, wie war das da mit den Umfragen? Letztes Jahr habt ihr einfach angefangen, Umfragen zu machen. Ja. Wie kam das in deinen Kopf? Du hast das mit Gian zusammen angefangen und genau, machst es ja bis heute. Genau, den habe ich beim Megapark kennengelernt, 2018. Weil er ja schon seit 2014 arbeitet, er schon für den Megapark. Mhm. Und wir haben so ein paar Projekte side by side gemacht. Dann habe ich noch ein bisschen Assistent für den gemacht. Dann haben wir mal für andere so hinter der Kamera habe ich ihm halt geholfen. Und ich habe das Format immer gefeiert, nach wie vor. Ich denke halt, es gibt viele Formate, die haben irgendwie ein Haltbarkeitsdatum. Umfragen haben kein Haltbarkeitsdatum. Menschen haben immer was zu erzählen. Es gibt immer neue Themen. So, das gibt es schon noch wesentlich länger, als das jetzt populär wurde durch andere YouTube-Kollegen. TV Total und so weiter. Dann bei YouTube war es dann Aaron Troschke oder sowas. Und ich fand es immer geil, aber no front. Ich dachte, zumindest hier am Ballermann, denke ich, kann man auch mehr auf die Kacke hauen. Ja, das ist das Thema Werbefreundlichkeit bei YouTube. Die ist bei mir katastrophal, ja. So kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Aber ich dachte, man muss dem Ganzen ja auch gerecht werden. Also lass uns mal auf die Kacke hauen und nicht ein verfälschtes Bild von der ganzen Geschichte geben. Ne? Ja, und dann habe ich gedacht, komm, ich versuch's einfach mal selber. Und es hat direkt irgendwie Spaß gemacht. Das Feedback war richtig geil, aber ich habe nicht eine Sekunde oder haben wir beide nicht drüber nachgedacht, dass man Geld verdient. Wir wussten, dass man damit Geld verdienen kann. Wir haben nicht drüber nachgedacht, ob wir damit Geld verdienen können. Okay. Das hat auch noch einige Monate gedauert, bis so die ersten paar Euro reingeflossen sind. Ja. Ich habe ja geguckt, du hast ja auch heute wieder ein Video hochgeladen. Jetzt zweimal die Woche lädst du gerade aktuell hoch. Ne? Aktuell, ja. Das Bürgermeister-Video hast du ja heute hochgeladen. Ja, genau. Was würdet ihr tun, wenn ihr Bürgermeister oder Bürgermeisterin von Malle seid? Genau, da hast du uns ja auch begleiten dürfen. Genau, da war ich auch mit dabei. Und ich habe gesehen, du hast jetzt 34 Videos auf deinem Kanal. Genau, ja, es waren über weitaus mehr als 10 mehr. Ach ja, so, aber gelöscht worden aus verschiedenen Gründen, gegen YouTube-Richtlinien verstoßen. Oha. Ja, genau. Werden deine Videos monetarisiert? Nee. Also ich hatte insgesamt 4, glaube ich, die ich monetarisieren konnte, ja. Okay, krass, so, also wegen den Themen. YouTube kommt echt außer Kooperation kein YouTube-Geld rein, ne? Aber krass, dass du trotzdem so viel Reichweite damit bekommst, denn man sagt ja immer eigentlich, dass sie eingeschränkt werden, wenn die nicht... Ja, sagt man, ne? man sagt so viel. Ja. Man darf nicht übersaufen, nicht überficken, ich weiß nicht, ob du piepst. So, bei mir halt schon, ich mach's halt und wahrscheinlich auch deswegen so. Ja. Ist mir auch wichtig, dass ich mir da treu bleibe. Also es gibt da halt diese Komponenten, ich will mir treu bleiben und bei mir ist ja die Player der Star, sag ich. Mhm. Ich bin im Prinzip dafür da, das aus den Leuten rauszukitzeln, aber ich bin auch jedem dankbar in meinem Video. Ne? Ich lache mit den Leuten, das ist mir auch wichtig. Ich versuche es auch, dass es rüberkommt, dass ich nicht über die Leute lache. Dankeschön. So, und und ich denke, das merken die Leute einfach, dass es authentisch ist und so soll es auch bleiben. Ja. Ja, ich muss auch sehr ehrlich sagen, also ich habe einen sehr guten Eindruck von dir bekommen, jetzt wo ich dich persönlich auch kennengelernt habe, wie jetzt von dem, was man so hört tatsächlich. Also, okay, die Leute erzählen sowieso mal viel, ja, ne? Ja, klar. Aber sagen die, ja, der Lukas, ach, der feiert doch auch nur und der ist auch nur jeden Tag betrunken oder weißt du, so eine Sache hört man dann, wo ich mir dachte, ja, aber du bist aber ein Fan, also du wirkst aber nicht jetzt so. Weißt du, Quatsch, ich meine? Quatsch. Also du hast ja auch was im Kopf. Also du machst mir auf jeden Fall den Anschein, dass ihr auf jeden Fall da strukturiert rangeht an die Sache. Ich war ja auch dabei und jetzt zieht das ja knallhart durch. Ne? Die haben einfach krass viele Leute angesprochen. Du gehst ja einfach auf jeden drauf so bam, 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 bam.
Ja. Ne? Also man schon hat schon irgendwann den Blick mittlerweile dafür. Ja. Man ist nicht mehr ganz so lost hier. Man sagt schon, okay, ja, das könnte was werden. Ja. Und zu besoffen ist auch schlecht. Das ist nicht so, dass wir uns nur die drunken people hier rauspicken. So, ne? Also betrunken sind sie fast alle, aber so die ganz harten Opfer, sag ich jetzt mal, die dann irgendwie rumliegen, die lassen wir in der Regel in Ruhe. Manchmal schneidet vielleicht einer rein. So, aber ja, wir versuchen das immer noch so zu halten, dass wir mit den Leuten lachen. Dass wir einfach ein authentisches Bild vom Ballermann, weder geschönt noch irgendwie ein schlechtes Bild überbringen, weil das ist, niemand kackt in sein Wohnzimmer, sag ich jetzt mal. Wir feiern das hier. Und ja, das wollen wir halt widerspiegeln. Ja, das merkt man auch voll. Ich finde, das ist so richtig wie für dich gemacht, ne? Das, ja, passt, voll, voll. Das passt extrem zu dir. Ja. Ist krass. Und kannst du mir nochmal sagen, da habt ihr angefangen, diese Straßenumfragen letztes Jahr zu machen. Ist das erste Video schon richtig gut angekommen, auch von den Aufrufen und so? Das erste Video ist tatsächlich richtig gut angekommen, war auch ein harmloses Thema, war einfach richtig dann nochmal... Topic Picking haben wir einfach Laila oder Dicht im Flieger gemacht. Beides Lieder, die zu dem Zeitpunkt gerade in den Charts waren. Dadurch haben wir halt schon viele Klicks gemacht, ein paar 10.000 Klicks oder so. Und dann ging es erstmal wieder runter. Ne? Dann war erstmal so bumm, okay. Aber war trotzdem von Anfang an vernünftig, dafür, dass man gerade erst anfängt. Ne? So, war vernünftig. Und dann irgendwann habe ich gesagt, komm, jetzt gehen wir mal auf die harten Themen. Ja, und die sind dann natürlich gelaufen. Aber alles nicht im Vergleich, nichts im Vergleich zu jetzt. Ne? Also ich weiß noch, ich habe vor 2 Monaten oder so das Post bei Insta gemacht, da habe ich gesagt, boah, wie lange das gedauert hat, bis wir überhaupt das erste Video mal nach dem ersten über 10.000 hatten. Das habe ich jetzt manchmal, wenn ich das um 18 Uhr poste, wenn ich nachts gucke oder morgens früh aufmache, sind da schon 15.000, 20.000 Klicks drauf oder mehr. Also wir haben jetzt das stärkste Video, glaube ich, 280.000 Klicks und wir haben jetzt aber schon einige, 6, 7, 8 Stück, die die 100.000 geknackt haben. So, das war letztes Jahr überhaupt gar nicht drüber nachzudenken. Ja. Und das ist ja in diesem Straßenumfragen, sage ich mal, Genre, ist das schon top, ist das schon top 3, so, wenn man das so knackt und regelmäßig, genau. Man vergleicht es natürlich doch ein bisschen und sagt, wie läuft es bei dem, wie läuft es bei dem, genau. Ist ja auch ein Ansporn, wenn man es mal vergleicht, um sich zu verbessern oder von jedem nimmt man ein bisschen Inspiration mit, ist ja auch okay und da macht man ja trotzdem sein eigenes Ding draus, ne? Auch anstrengend, muss man sagen, so, um mal ein bisschen was Negatives zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man dann ständig am Anfang an den Klicks und guckt und so, ne, sich von den Klicks nicht so befreien kann, ne? Ja, was soll ich sagen, halt, ne? Ich mache ja schon so lange YouTube, jetzt ja auch Haupt ist mein Hauptding eigentlich, trotzdem verdiene ich noch so wenig Geld, aber meine Sachen kann ich halt monetarisieren, die meisten Sachen, ne? Und Live-Videos mache ich ja auch, verdiene ich mal auch gutes Geld mit, das muss ich auch live sagen. Live bei TikTok mache ich auch ab und an, das läuft natürlich, Nur ich bin von diesen Matches weggegangen, das war mir dann doch irgendwann zuwider. Jeder soll machen, was er will. Und was? Diese Match-Geschichten von wegen, oh, gib mir noch eine Rose etc. Da macht man natürlich gut Kohle mit. Okay. Fand ich erst kacke, dann habe ich mich überreden lassen. Dann fand ich es natürlich gut, weil das gut Geld gebracht hat. Aber ich dachte, das bin einfach nicht ich. Mhm. Und damit würde ich mich halt selbst verraten, da wie so ein Otto da rumzubetteln. So, ne? Also es gibt auch Leute, die machen das voll cool, diese Match-Geschichten. Die haben auch einen Mehrwert. Aber was soll ich da? Ich mache Umfragen. Zwangsläufig stehe ich dann halt davor und sage den Leuten, ja, komm, Attacke. Keinen Bock drauf. Ja, mach das, worauf du Lust hast. Und wie ist das jetzt momentan mit dem Geldverdienen dann? Wie verdienst du jetzt Geld? Weil du sagst, durch YouTube monetarisieren geht ja nicht. Sponsor, habt ihr da einen Sponsor oder so? Ja, also einmal habe ich Summerfield, das größte Label im Partyschlager, die mich supporten. Ich gehe jetzt natürlich nicht genau auf die vertraglichen Modalitäten ein, aber die supporten mich halt. Einmal generell, aber auch durch Songpromos. Ich baue zum Beispiel oft passende Songs zu den Umfragen oder mache die Umfragen passend auf die Songs, wenn ein Song rauskommt, Songpromo rein. Klar, das ist so der Weg. Da kann ich auch nur Danke sagen. Die haben halt an mich geglaubt, wo ich noch gar nicht dran geglaubt hatte, dass ich davon leben kann. Wann haben die das? Vor ein paar Monaten. Das ging dann ganz schnell. Und wie gesagt, ich kann jetzt erst seit 3, 4 Monaten mega schnell, weil ich mache erst zu dem Zeitpunkt, habe ich erst seit 8, 9 Monaten YouTube gemacht, davon leben. Und ja, die haben mich halt da unterstützt, ne? Wir haben gesagt, wir glauben daran, wir pushen das. Inzwischen sind es noch ein paar mehr geworden. Ich habe hier Bembel, man sieht es wahrscheinlich nicht. Ich halte mal hier Bembel Socken. Bembel, das ist eine Marke, kann man auch hier im Bierkönig und vielen Supermärkten kaufen. Oder im Latino, whatever. Ist ein Apfelwein, die unterstützen mich. Genau, auch regelmäßig. Und dann verschiedene Kooperationen mit Kleinigkeit und so. Okay, bei denen kriege ich jetzt die Klamotten und so. Ach so, cool. Ja, und... hier und da mal was. Und Bookings halt. Ne? Ich bin jetzt wieder, ich war jetzt gerade in Deutschland, bin jetzt im August wieder in Deutschland, dass Malle-Partys mich buchen. Ey, mach doch mal eine Umfrage bei uns. Ach, echt jetzt? So ist das, ja? Genau. Wie cool das kommt, das da kommt jetzt immer mehr rein. In der Vergangenheit war ich ja auch schon bei den Sixpacks gebucht, Männerstrip, hab da meine Umfragen gemacht. Ach ja? Ja, die haben mich schon gebucht. Bei anderen Diskotheken war ich schon gebucht. Genau. War ja auch in Deutschland ein bisschen unterwegs, Berlin, Hamburg und so weiter. Oder Sommertrip der Stars war ich mit so Reality-Stars und so, hab da was gemacht. War geil. Und das nimmt jetzt immer mehr Form an. Ne? Und
da eingehen, kommt dann natürlich auch die Ernsthaftigkeit bei der ganzen Geschichte, dass du sagst, so, jetzt müssen wir auch abliefern. Ja. Jetzt ist nicht. Ein bisschen Druck, so, ne? Kommt bisschen, auf. Dann. Bisschen Druck, aber positiver Druck. Ja, ja, ich habe voll Bock. Ja, also ich wache jetzt nicht auf und sage, boah, das kommt schon mal vor. Ich glaube, das war sogar an dem Tag, wo du uns begleitet hast. So, ich bin schon ein bisschen Matsche, ja, weil wir an dem Tag habe ich mit Gia noch mit ein bisschen anderen Leuten TikToks und so gedreht und war schon ziemlich im Arsch. Aber sobald die Kamera dann an ist, habe ich Bock. Ja. So, habe ich einfach Bock. Da, ja. Wie jetzt gerade. Wir hatten es verabredet zum Interview. Ich habe gesagt, kannst du hier rüberkommen? Ja. Ich habe mir gerade jemandem ein bisschen beim Umziehen geholfen. Bin auch platt, schnell unter die Dusche. Aber wenn die Kamera läuft, ist cool. Ja, safe, kenne ich. Dann sonst wollen wir es nicht machen. Ja, ja, nee, weil das macht ja auch dann Spaß irgendwie, ne? Ja. Also mir macht das auch immer Spaß, auch wenn ich denke, ich bin müde oder so. Aber ich liebe das, die Talks auch zu machen. Safe. Und warte mal, noch eine Frage. Ach so, auch ganz wichtig. Hast du nicht mal erwähnt auch, dass du noch Videos machst, auch für Künstler irgendwie? Machst du das auch ja, noch? Ja, also ich mache für Summerfield-Künstler, dafür werde ich natürlich auch bezahlt, macht man das auch. Oder die Künstler direkt machen das, mit denen TikToks drehen, die Auftritte drehen. Genau, so eine Geschichte. Finde ich auch nämlich cool, mega. Ja. Also du bist nur noch in diesem Bereich Video und, kann man das nennen, Umfragemoderation. Genau. Aber auch das ist jetzt keine harte Arbeit, ne? Das ist jetzt easy. Und, fühlt sich nicht an wie Arbeit, es ist ja, aber Arbeit. Dann eher so sogar der Teil vor der Kamera, weil da ja alles drumherum noch kommt. Ob das Rechnungen schreiben sind, Flüge, Hotel buchen, gucken, Konzepte schreiben, gucken, wie macht man weiter. Und man hat ja immer die Angst, dass man irgendwie doch fällt und dass es nicht so weitergeht. Und man will jetzt natürlich daran festhalten. Und der einzige Weg, dass es nicht nach unten geht, ist zu gucken, dass es nach oben geht. So, und dann schauen wir jetzt, ne, was man noch mit der Marke Ballert man noch machen kann. Ne? Wir haben jetzt eine Poolparty, haben wir jetzt... stimmt, habe ich gesehen, was das genau, gepostet. Genau, aber und heute dann, weiß nicht, was ausgestrahlt wird, dass es leider verschoben werden muss. Ja. Nicht lange, weil wir uns einfach ein bisschen mit der Uhrzeit verzettelt haben, weil wir die machen wollen. Passt aber. Und ja, mega. Merchandise, was man sich halt kümmern muss. So. Ja, das wird eine richtige Marke, ne? Ja, genau. Ballert man. Ja, geil. Wie ist das eigentlich mit dem Feedback der Zuschauer? So, liest du die Kommentare? Was kommt da so an bei dir? Gibt es auch schlechte Kommentare? Ja, klar. Lass ich alles drin. Also weil gerade bei TikTok und so ist es massig und TikTok hat so einen Filter, die erkennen so negative Geschichten. Ich gebe einfach auf Freigeben. Ist egal, alles gut für den Algorithmus. Also an alle Hater, ballert mich zu, schreibt, wie kacke alles ist. So, das Einzige, was ich rausfilter, wenn es klappt, wenn das zu beleidigend gegen die Leute in meinen Videos ist. Aha. Weil ich habe das entschieden, die Leute zwar auch für den Moment, aber die sind sich der Tragweite oft nicht bewusst, was damit einhergeht. So, da filter ich dann schon durch. Aber gegen mich, her mit dem Hate, alles gut für den Algo. Auch eure Klicks sind Geld. Zumindest bei TikTok. Na gut, dass du damit so umgehen kannst. Also es tut dich nicht berühren, wenn ich jemanden gar nicht... Überhaupt nicht. Und hier im Real Life kommt da ja nicht viel. Also es ist jetzt, die Saison ist ja jetzt auch schon wieder 3,5-4 Monate alt. Und es kam zweimal vor, dass mich im Vorbeigehen auch nur jemand als du YouTube, Dingsbums, wie auch immer, oder TikTok irgendwas hinterhergerufen hat. Das Feedback ist tagtäglich. Da war letztes Jahr noch gar nicht dran zu denken, kommen Leute an, wollen Fotos machen, sagen mir, wie positives geil die das finden. Feedback, ne? Voll geil, ja. Und die Leute, die einen hier, Kacke ne? finden, oft mittlerweile, letztes Jahr noch. Kam vielleicht einmal die Woche jemand hat gesagt, bist du nicht der und der von TikTok, ich weiß aber nicht, wie du heißt. Ja. Das hat sich halt komplett geändert durch 2-3 Videos, die sehr viral gegangen sind. Bist du bumsbar, schlucken oder spucken, fremdgehen, Penislänge und Kondom. Ja. So eine Geschichten, die gingen halt so viral. Dass die jeweils mit Reels, TikToks, YouTube zusammen jeweils mehrere Millionen Aufrufe hatten. Ja klar, dann erkennen die Leute sich natürlich. Ne? Und was war das Verrückteste, was du bis jetzt erlebt hast in den Umfragen? Gab es schon irgendwas Krasses, irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist? Boah, wenn es drin war, dann ist es in aller Regel in die Videos gekommen. So die ersten Sachen, wo das erste Mal wirklich krasse Sachen kamen, wo ich gemerkt habe, boah krass, wenn ich das jetzt hochlade, das könnte gut ankommen, wo man irgendwann schon weiß, boah, das geht safe viral oder so. Wenn dann irgendeine zu dir kommt und sagt, ja, ich hatte gestern Gangbang mit 7 Typen oder sowas, ne? Crazy so. Krass, dass sie das auch sagen. Ja. So. Oder Leute, die einfach random den Pimmel zeigen. Die echt? Zeigen. Dir? In die Kamera. Nee. Ja. Und ganz viele krasse Sachen, die ihr leider nie sehen werdet, weil Leute mir dann schreiben, das darf nicht veröffentlichen werden. Ne? Das kommt oft vor, hast du gesagt, ne? Oft, ja. Jedes Mal. Jedes Mal sind irgendwelche Sachen, oft die richtig guten Sachen. Ich glaube, das war ein harmloses Thema, dadurch ist es nicht passiert. Aber zwei Leute haben hinterher geschrieben, dass sie nicht im Video sein wollten, einfach nur, weil sie so dann doch keinen Bock hatten. Okay. Aber wenn da krassere Themen sind, dann sagen die Leute oft direkt danach, laufen die hinterher, nee, ich will doch nicht. Und dann darfst du halt auch nicht hochladen, klar. Yeah. Ja, mhm. So ist das. Ja, krass. Boah, du kannst aber auch reden, ne? Ja, ich schwör's dir, ich bin so richtig, du hast platt. Alles raus. Du hast ja gesagt, normal dauert der hier eine Stunde. Ich habe gedacht, wir kriegen das in einer halben Stunde durch. Ich mach mal eine halbe Stunde alles Zack, fertig. Double time. Nee, ich will auf jeden Fall unbedingt noch die Fragen vorlesen. Eine davon wollte ich nämlich auch stellen. Ja.
Und zwar, warte mal, ich habe die hier. Und zwar, du hast ja deine Leute gefragt, was sie wissen wollen. Kommt ein eigener Malle-Song? Habe ich mir nämlich auch gedacht. Die Frage auch, die am meisten gestellt wird. Und ich umgehe das immer. Aber jetzt können wir jetzt mal sagen, es ist, ich hatte mehrere Angebote und Nachfragen diesbezüglich schon, ne, abgesehen von der Nachfrage. Ich schließe das nicht aus. Mhm. Ich sehe mich aber nicht hier auf den Bühnen. Ich sage immer, ein guter Kollege hat gesagt, von Summerfield sagte, ich glaube, es war, ich will jetzt nicht falsch sagen, ich glaube, es war Julian Menz, der sagt, es muss auch hier noch Leute geben, die zum Saufen da sind. Nicht jeder soll auf die Bühne. Und ich glaube, ich habe einfach meinen Weg so gefunden. Was aber nicht heißt, dass ich eine Rampensau bin und voll Bock drauf hätte. So, aber dann muss der richtige Song zum richtigen Zeitpunkt her. Ich plane aber keine Partyschlagerkarriere. Ich sehe meinen Weg so. Und ja, und wer weiß, was kommt. Ich hatte jetzt letztens auch komplett schon fertig geschrieben, eingesungenes Song vorgelegt bekommen, nicht von Summerfield, sondern von außen. Und wir haben aber erstmal so entschieden, dass ich jetzt kein Künstler in dem Sinne bin, sondern ich mache mein YouTube-Ding. Finde ich auch gut. Aber wer weiß, was passiert. Auch Spaß nie. Vielleicht. Ja. Aber dann auch nur wirklich ernst zu nehmen. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es viele Leute hier gibt, die sagen, komm, dann nehme ich noch ein bisschen Cash mit, mache halt irgendeinen Song. Und ich fühle halt den Ballermann. Und deswegen, nur wenn ich den Song sowas von feiern würde, dass ich sage, okay, gut, mach ich. Okay, verstehe ich. Ja, aber gerade habe ich auch zu viele andere Projekte, dass ich sage, okay, gut, ja. Weiß nicht, ob ich mich da jetzt gerade sehe. Ja, wird ein bisschen fehlen. Ne? Gerade weil. Ja, jetzt stell dir mal vor, es würde erfolgreich werden. Dann musst du natürlich auch dranbleiben. Dann bleibst du dran. Dann machst du einen zweiten Song. Und ich sehe aber meinen Kollegen, Kolleginnen, wie viel die unterwegs sind. Aber ich habe ja mein anderes Stuff noch. Mhm. Das Einzige wäre natürlich gut, ich könnte mit meinen Umfragen selbst Promo für mich machen. Mhm. Das wäre natürlich krass. Können wir immer noch umfragen? Ja. Ja, jetzt sind wir wieder, ne? Nee, lassen wir das erstmal. Wer weiß. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Man weiß es halt nie. Du hättest ja auch nicht gedacht vor einem Jahr, dass du jetzt mit den Umfragen hier so am Start bist. Ne? Überhaupt nicht. Das war ja auch eine Idee von einem Abend und nächsten Tag nach dem Feierabend hat Megapack mich abgeholt. Also ich hatte nicht mal 24 Stunden Zeit, darüber nachzudenken, als wir die erste aufgenommen haben. Ja. Finde ich gut. Ja. So manchmal kommt es überraschend ins Leben, ne? Die guten Dinge, womit man gar nicht so richtig rechnet. Hier hat jemand geschrieben, kannst du davon leben? Also wahrscheinlich meine jetzt die YouTube-Videos. Ja, also von den Umfragen, denke ich mal. Ja, so von YouTube-Videos könnte ich nicht leben. Ja. Aber von allem, was mit den Umfragen zu tun hat, wenn das jetzt Merchandise, Kooperationen, Bookings, TikTok Creative for, ist auch nicht schlecht, sind auch ein paar hundert Euro im Monat. So, da kann man ja offen drüber reden. Auch mit TikTok kann man Geld verdienen. Kann jeder ab 10.000 Follower, kann sich für ein Creative for bewerben. Wie geht das? Danke an Marlene Brown, die mir damals den Tipp gegeben hat. Wie geht denn das? Das kann ich auch machen. Wirb sich. Werde ich dir heute schicken und sagen, es geht ab 10.000 Follower, kannst du für den Creative vorbewerben. Und dann kann man so rechnen, pro Million Klicks zwischen 40 und 80, sage ich jetzt mal. Ach, wie cool. Dollar, Euro, wie auch immer. Ja, so 40 Euro pro Million. Ja, und ich habe jetzt in den letzten Follower habe jetzt noch ein bisschen, 62.000 oder sowas. Das ist natürlich auch dem Content geschuldet. Viele Leute, mir wurde mal gesagt, viele Leute feiern das, was du machst, aber trauen sich nicht zu folgen. Das sind die Leute, die immer gucken. So. 62.000 okay. Follower innerhalb von 11 Monaten. Ich habe nämlich später mit TikTok angefangen, oder 12 Monaten. Ist, glaube ich, ganz ordentlich für einen Typ, der nicht so gut aussieht. So, aber halt auch über 90 Millionen Videoaufrufe. Ne? Das könntest du ja rechnen, es lohnt sich. Mega cool. Hier hat jemand geschrieben, wie lange musst du drehen für ein Video? Unterschiedlich. Jetzt haben wir so anderthalb Stunden gebraucht. Das ist so auch. Das passt eigentlich so, anderthalb, zwei Stunden, das ist so der Durchschnitt. Wir haben auch schon mal über 5 Stunden gedreht. Und die schnellste Umfrage in Stuttgart, weiß ich noch, das war die erste Schlucken oder Spucken, die nicht mehr online ist. Oh nein. Ja, die wollten die uns so zersäbeln und so viele Beschwerden und nicht YouTube-tauglich, dass ich dann gesagt habe, eben drum. Ich habe gesagt, entweder authentisch oder gar nicht, dann lade ich es halt nicht mehr hoch, dann nehme ich so, wenn so einmal unten ist. Genau, die allererste ist nämlich gar nicht hier auf Mallorca gewesen, sondern im Winter habe ich ja in Deutschland gedreht, nach der Saison. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Ach so, da ist der Faden wieder, hier, Klassiker. ja, die hat, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gedauert und ist super viral auch gegangen für damalige Verhältnisse. Mhm. Ja. Cool. Okay. Drehst du auch außerhalb von Mallorca? Hast du ja gerade schon beantwortet, genau. In dem Sinne. Also Hamburg, auch Berlin, in Deutschland. Reeperbahn, Berlin, Stuttgart, bei den Sixpacks gedreht. Wie gesagt, Gießen, Söpich. Ein paar Festivals stehen jetzt an, sehr wahrscheinlich. Da sind wir gerade in Verhandlungen oder da quatschen wir gerade drüber. Okay, genau. Aber schon auf Deutsch alles, ne? Das bleibt Deutsch. Alles auf Deutsch, aber jetzt muss ich ja gleich meine Idee erzählen. Du kannst mir jetzt sagen, ob das was wäre.
Auf Deutsch ja, aber eine Erotikmesse steht wahrscheinlich dieses Jahr auch noch an. Da bin ich auch gespannt, wenn das in trockenen Tüchern ist. Dann freue ich mich auf jeden Fall. Könnte auf jeden Fall lustig werden, zusammen mit seiner Pornodarstellerin ist geplant. Okay. Wird nice. Ja, es gibt aber eine Idee. Und zwar ein Freund von mir, der Pepe, der hat gesagt, ey, geh doch mal nach Magaluf. Und weil ich ziemlich sicheres, dadurch auch in den Speditionszeiten verhandlungssicheres Englisch spreche, mach doch mal auf Englisch in Magaluf eine Umfrage. Also überlegen, ob das cool werden könnte mit Untertiteln. Ich glaube, ich gehe aber zu weit weg von meinem Klientel. Ich könnte mich zwar neuen öffnen, ich bin noch nicht so überzeugt. Es gibt ja auch englischsprachige YouTuber, die Umfragen machen. Mal gucken. Es liegt halt nah, weil es nah ist und weil das für mich wirklich eine coole Sache wäre. Aber ich glaube, ich bleibe hier und ja. Ich denke auch. Also, ich bleibe bei Deutsch. Auch die egal wie gut du Englisch sprichst, ich denke ja nur mal auf Deutsch und ich sage ja immer direkt, was ich denke, stelle ich mir auf Englisch schon schwierig vor, sagen wir so. Ja, es kommt dann anders drüber einfach. Ja. Du, ne, du bist da irgendwie wie eine andere Person, finde ich. Wenn ich Englisch rede, ist anders immer für mich. Ja. Aber ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Safe. Aber okay, bei mir ist es so, ich lebe woanders. Ich bin frühen Winter eventuell auf Urlaub, ein paar Wochen in Thailand, das ist noch nicht ganz sicher. Mhm. Und ich habe Bock auf Deutsch dann aber in Pattaya mir die Sextouristen zu schnappen und denen mal ein bisschen auf die Finger zu schauen, was da wirklich abgeht. Ich war noch nie in Thailand, das wäre eine Möglichkeit. Oder auch Mexiko hätte ich auch Bock drauf. Ich muss halt irgendwo hin, wo auch Deutsche wären. Mhm. So, es gibt halt doch auch woanders auf der Welt viele Deutsche, wie hier zum Beispiel auf Mallorca. Ja. Viele wissen das ja nicht, das gehört ja gar nicht zu Deutschland. So. Und, in Mexiko gibt es auch sehr viele Deutsche. Da hätte ich halt auch Bock drauf. Ne? Und Mexiko habe ich sowieso Bock drauf. Leider der Carmen, wenn dann, glaube ich, wäre das ja, ich muss Party, hier, weißt du? Ich, auf jeden Fall. Immer Party bei dir, ne? Da, wo die Party ist, ist der Ballert. Ja. Immer? Meinst du, es wird noch 10 Jahre so gehen? Safe. Ehrlich jetzt? Safe. Ich werde wie Hugh Hefner, nur nicht mit den schönen Frauen. Aber bist du nicht auch mal im Arsch, so vom Feiern und klar. So? Ja, ist doch jeder. Aber ey, ich habe eigentlich immer einen relativ positiven Antrieb. Und auch in dieser Fragerunde hat jemand gefragt, weiß gar nicht, ob es mitgeschickt hatte, wegen überhaupt, was so mein Lebensmotto ist. Ne? Hab ich nicht. Immer weiter. Einfach immer weiter. Immer weiter. Generell. So. Immer weiter. Gucken, oh, ja. Mit allem, worauf man Bock hat, immer weiter. Ich denke nicht drüber nach, okay. Wenn man keinen Bock hat. Ja. Vielleicht habe ich in 2 Jahren keinen Bock mehr, vielleicht mache ich in 20 Jahren den Shit noch. Weiß nicht. Ja, du lässt es dir einfach offen. Du machst genau so, wie du es fühlst. Genau. Okay. Ja, nee, fühle ich auf jeden Fall. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wahrscheinlich meint derjenige mit den Straßenumfragen, ja. Wa? Das hatten wir ja vorhin beantwortet. Format finde ich cool und wie gesagt, no front, aber die anderen, die Straßenumfragen, gibt es aktuell keinen. Aaron Troschke macht es zu selten, den habe ich immer gefeiert. Wie heißt der? Aaron Troschke. Hey Aaron, kennst du vielleicht das YouTube-Format? Muss ich auf jeden Fall geben. Und der macht es jetzt nicht mehr so wirklich, vielleicht mal auf irgendwelchen Events oder sowas. Aber den habe ich immer gefeiert, aber wie gesagt, jeder hat seine Berechtigung. Ich feiere aber die Personen, die es aktuell machen, selten, sag ich mal, selten. Und da habe ich gesagt, mache ich es halt selber, versuche ich es besser zu machen. Der Klassiker, wenn du was kritisierst, versuch es besser zu machen. Ja, auf jeden Fall, cool. Hast du ein Vorbild? Boah, ganz schwierig, ne? Ich habe eigentlich kein, das also die Frage, ich habe da überlegt, was ist ein Vorbild von mir? Der Aaron vielleicht? Nee, ist cool, aber... Ja. Boah, Vorbild ist so ganz schwierig. So, wer hat krass im Entertainment-Bereich, so, wenn ich das jetzt darauf beziehe, viel geschafft, so ein Stefan Raab oder sowas. Mhm. Der hat auf jeden Fall viel gerissen, viele coole Sachen gemacht. So, aber ich glaube, ich habe echt kein Vorbild. So, nee. Man kann sich überall was rauspicken, was man feiert, so, aber jetzt ein klassisches Role Model oder so, ein Vorbild, habe ich eigentlich nicht. Nee. Mhm. Hast du ein Vorbild? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, ne? Ja, und du hast auch so in die Luft geguckt. Ja, ist, ehrlich gesagt, so richtig Gedanken drüber gemacht. Ein Vorbild jetzt in dem, was ich... Also ich meine Leon so ein bisschen natürlich. Ja, Leon, das war dieses Freundschaftsding, klar. Ja, Leon inspiriert mich mit seiner Art, wie er Content macht, auf jeden Fall. Aber in so ein Vorbild meine ich jetzt... Weil das Ding ist, ich will mich ja auch auf YouTube konzentrieren und es gibt so ein paar Leute, die machen Sachen wie ich, aber niemand macht das, die Kombination, die ich mache. Es gibt Leute, die machen nur Podcasts oder Leute, die machen nur Vlogs oder Leute, die machen nur spirituelle Sachen und bei mir passt es ja eigentlich gar nicht zusammen. Ja, ey, ich kenne das. Letztens das so sagte noch jemand, ja, ich mache auch, schrieb zu mir hier, sogar eigentlich größer als ich, dass er was zusammen machen will und das ist auch keine Arroganz so. Ich habe mit mehr in letzter Zeit, ich habe Leo Mascher, weil der deutlich größer ist oder auch die Person, die mich da angefragt hat, da nenne ich den Namen jetzt nicht, habe ich aber abgesagt, weil ich gesagt habe, ich mache mein Ding. Ich habe gesagt, nein, du machst nicht dasselbe wie ich, du machst Umfragen, aber jeder macht die Umfragen anders. Mhm.
das ist nicht dasselbe, so, weißt du? Das ist so wie zu behaupten, wenn jemand Musik macht, Partyschlagersänger ist, ja, der macht ja auch wieder Partyschlager. Auch dieser Vorwurf immer, auch schon wieder in einer Umfrage macht. Ja, aber du hast komplett, das überschneidet sich zwar ein bisschen von Zuschauern, aber ey, ich glaube, bei Marc Eggers und ich, lass es 20% sein. So, das ist, jeder macht es anders. Ja. Ja, der macht halt auch sein Ding. Ich finde, der macht das gut. Ich finde es echt gut. Ich war halt total schockiert, wo ich gesehen habe, dass der auf Malle abhängt, weil der früher ja so im Bereich Model tätig war. Ne? Und so Breakdancer, glaube ich. Megapack auf, Bier können es ja schon. Mega. Ja, ich habe das dieses Jahr gesehen. Ich wusste das gar nicht und ich dachte mir, krass, Alter. Ja. Aber es ist auch okay. Ich meine, wenn man das machen möchte, warum nicht? Ja. Na, aber jeder macht es auf seine Art anders. Und das ist einfach so. Und guck mal, viele sagen, es gibt doch schon so viel von dem. Ja, es gibt doch schon 10.000 Restaurants. Jetzt soll jetzt keiner mehr ein Restaurant aufmachen oder was? Weißt du, ich meine, hat ja damit nichts zu tun. Ich glaube, in der heutigen Zeit kann es nicht genug Entertainment geben. Auch seichte Kost. Ich finde es auch gut, wenn man das anders macht. Ich würde das auch fühlen. Vor der Kamera halt ich nicht. Ich feiere das ja dann auch, wie du das machst. Aber bei uns ist halt echt mal für 8 Minuten im Durchschnitt einfach mal den Kopf ausschalten, unterhalten lassen und gut ist. So. Ja, und jetzt, ach so, die Frage. Ja, machst du nur Umfragen oder auch mal was anderes? Ich meine, du machst ja, das wollte ich nämlich auch noch fragen, du machst ja mit Gian zusammen. Ist das so, dass, also ist er jetzt dein Kameramann nur? Weil er schneidet, er macht Gian ja die Videos fertig. Gian ist Kameramann, Cutter. Grüße gehen raus an meinen Ehrenkameramann und besten Broski überhaupt. I love you. To the moon and back. Und nochmal zurück und nochmal vor. So. Das ist, Gian ist genauso Ballertmann wie ich. So. Macht ihr das zusammen? Boxt sich auch durch, ja. Also habt ihr das geplant, dass ihr es weiterhin zusammen macht? Ja, so oder? Gut wie es geht. Natürlich, wenn ich dann in Deutschland bin, nicht immer. Jetzt habe ich einen mit. So im Winter müssen wir gucken, wie es geht. Versuche ich auch so oft wie möglich. Das ist natürlich auch immer eine Kostenfrage, wie viel zahlen die Veranstalter oder sowas, dass dann überhaupt was hängen bleibt. Aber cutten wird er das auf jeden Fall weiter. Okay. So, ich habe es hier und da mal. Ich habe auch schon auch an euch Liebe mit Max gedreht. Er wird sich angesprochen fühlen. Mit Danny Liedke schon gedreht. Alles cool. Aber ich versuche, so weit wie möglich, vor der Kamera ist natürlich immer schwierig auszutauschen und hinter der Kamera will ich eigentlich auch nicht. Deswegen, dass ich das mit Gian weiter durchboxe. So. Mhm. Und das ist unser Baby. Und dann halt die Umfragen. Oder wollt ihr auch andere Sachen machen? Hey, wir haben... YouTube-mäßig. Wir haben also bestimmt irgendwann mal. Wir haben auch schon so ein paar Ideen. Wir haben auch schon mal was vorgedreht. Ich habe auch mal mit Leon Marcher so ein bisschen was gedreht schon. Ne? Das aber nicht veröffentlicht habe. Klar wird mir das vielleicht Reichweite bringen. Aber aktuell ist mein Weg das. Die Darauf Umfragen. Konzentriere ich mich. Wenn dann was Cooles kommt, wir haben Ideen. Also wir haben schon so ein paar Ideen, aber wie gesagt, so ein Brand, die Marke, die muss ja auch gefestigt werden und die geht jetzt erstmal in die Richtung und dann schauen wir mal, was kommt. Ja. Also ihr seid offen, ihr zieht jetzt erstmal eure Linie durch, aber ihr seid die auch offen. Die bleiben auf jeden Fall. Okay. Wenn überhaupt, würde irgendwie, weiß noch nicht mal, ob auf YouTube oder so TikTok only, Insta only, noch irgendwie ein, zwei andere Sachen dazukommen. Mhm. Aber aktuell, diese Saison, also diese Malle-Saison, die geht ja bis Oktober, ist es eigentlich nicht geplant. Bis Oktober geht die Saison? Bis Ende Oktober, das Closing ja immer Ende Oktober. Das ist so die Saison von April bis Oktober. Und dann geht es für mich noch zu Summerfield, da ist ein großes TV-Studio, da kann man viel planen für nächste Saison. Okay. Mhm. Und dann greifen wir richtig an. Das ist auf jeden Fall der Plan. Klingt richtig spannend. Also ich finde das total schön. Ja, ich auch. Wirklich, also ich meine, ist jetzt, klar, ist ein ganz anderer Lifestyle, wie ich jetzt zum Beispiel so lebe, wenn ich in Mexiko bin, aber für mich ist es auch immer so, dass hier ist für mich eine andere Welt, da ist eine andere Welt, da, wenn du jetzt in Thailand wärst, da wirst du dich auch komplett anders fühlen und wer weiß, was man dann macht. Man wird ja auch immer... Ich bin jetzt schon am Eingehen, ich habe schon gehört, wie heiß es da sein soll. Oh mein Gott, das ist wirklich warm. Ist so. Aber ich finde es wirklich interessant, wie man einfach auch inspiriert wird, auch contentmäßig, auch von der Umgebung. Grüßt euch. Du? Alles frisch? Sehr gut. Ja, immer. Achso, die reden jetzt, die munkeln gerade. Ich glaube, der macht heute mache ich YouTube. Keine Umfrage, heute werde ich mal gefragt hier. Genau. Das kann gut sein. Viel Spaß euch, pass auf euch auf. Ja, das ist verrückt. Ja gut, aber ich meine, das macht auch Sinn. Ich meine, ich glaube, jeder Mensch, der irgendwas mit Mallorca jetzt googelt, findet dich, oder? Findet ein Video krass, von dir, wenn oder? Wenn du bei TikTok reinguckst, einfach unter diesen Hashtags wie Malle Mallorca, Top 10, immer 2, 3 Videos von mir drin, seit 3 Monaten. Das ist crazy. Das ist eine Nische. Absolut crazy. Nische ist halt, ist schon man geil. Man muss aber auch sagen, es liegt nicht nur an mich. Liegt nur an mich. An dir. Liegt auch an dich. Nee, es liegt einfach daran, dass ich einfach wirklich auf diese Werberelevanz scheiße und einfach voll reinhaue. Und dadurch hast du natürlich viele Möglichkeiten, viral zu gehen, wirklich krasse, kontroverse Geschichten und das ungeschönt wiederzugeben. Ne? Es fängt bei Kleinigkeiten an. Bei mir wird nicht, jeder soll das machen, ist auch verständlich, wie man es macht. Ich piep's ja in der Regel nicht mal. Ja. So, manchmal. So. Ja. Ja. Aber selten, ja. Mhm.
wird einfach Tacheles geredet. Ja, nee, finde ich aber auch gut. Ich finde das auch gut, Real Talk und so alles. Also so. Einfach so raus. Ich meine, mein Gott, ist ja auch so hier. Ja, so wie es hier ist, so reden die Leute ja auch. Ist weißt so. Du, als, ja, Ballermann ist einfach schon crazy. Also hier ist schon eine andere Welt, muss man echt sagen. Deswegen, ja. Das kann man auch zeigen. Warum soll man das jetzt verpiepsen, wollte ich gerade sagen. Ja, verheimlichen machen, oder... YouTube, wenn es um die Werberelevanz geht, ich sehe auch immer, wo der Trend hingeht oder wo die Beschwerden von YouTube kommen als Partner oder wenn irgendwas kommt, muss er halt gucken oder irgendwelche Meldegeschichten, dann sage ich, okay, jetzt bist du mal ein bisschen vorsichtig, aber nicht für die Werberelevanz, weil die kriege ich trotzdem nicht, weil die Themen einfach zu hart sind, sondern weil ich sage, pass auf, bevor YouTube echt sagt, wir hauen dir da sowas von der Drossel rein, dass der Algorithmus gar nicht mehr kickt, das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, yeah. Nur, dass ich Ficken drin lasse. Yeah, yeah. Einfach. Aber sag mal, siehst du dich jetzt schon in der Zukunft, dass du so nicht Workaholic-mäßig unterwegs bist, aber es wird wahrscheinlich schon so ein Fulltime-Job werden, hey, oder? Was ist ja meinst auch du? Nicht wenig Arbeit. Wie ja. gesagt, es fühlt sich einfach noch nicht wie Arbeit an. Ich arbeite bestimmt nicht mehr so viel wie Riesenrespekt an die Promoter hier vom Megapark, die ja 6 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag mindestens mal. Boah, ich finde das krass, ne? Das sind geistkranke Maschinen, ja. Ich finde yeah. das Promoter-Ding, Leute, ist ich mache so. Jetzt meine 4 Stunden vorm Tattoo-Laden eigentlich entspannt. Ja. Ich finde das schon zu viel. Ja. Ich schwör's, ich bin so. Voll raus. Also ey. Da muss man nicht, es fühlt sich halt nicht wie Arbeit an, aber es ist schon ein anderer Stress und es ist der Druck. Ja. Und das natürlich auch Social Media. Jetzt bin ich ja noch neu in dem Ding. Ich habe direkt die volle Breitseite bekommen, deswegen mittlerweile geht mir viel einfach am Arsch vorbei. Brauchst du schon dickes Fell, du weißt es ja selber, als Frau hörst du wahrscheinlich nochmal ganz andere Sachen ja. wie als Mann. So. Oder wiederum könnte ich auch mir denken, dass eine Frau vielleicht sogar einfacher damit umgeht, weil die im privaten Leben schon so viel Scheiße sich anhören muss, wenn sie hier über die Playa läuft. Das passiert dir als Typ ja nicht. Ne? Ja, stimmt. So. Aber du wirst da so zugemüllt mit irgendwelchen Kommentaren und wenn du da nicht schnell genug antwortest, dann sage ich, Digga, ich habe pro Tag 100 Nachrichten, sage ich jetzt mal, bei Instagram. Kommst du ja nicht mehr hinterher? Ja, schreiben die dir alle? Viel. Nein, alles Mögliche. Wenn ein Video rauskommt, bam, 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 auf jede Story so. Und dies. Und ja, der Klassiker bei mir ist, wann drehst du wieder eine Umfrage? Ich bin im September hier. Ach so. Dann und dann. Und was ist das Thema? So. Oder wollen wir einen saufen? Was, ah ja? Echt? Wollen die mit ja, dir saufen gehen, lieber die Jungs? An jeden, der mir schreibt, wollen wir einen saufen? Aber dann wäre ich wirklich Alkoholiker. So. Und, aber gerne. Ich sage immer, wer ein Foto mit mir machen kann, der darf mir auch gerne einen Schnaps ausgeben. So. Aber, und die Frauen? So eine Geschichten halt. Was mit den Frauen? Wirst du krass angebaggert oder hält sich das nicht, in Grenzen? Das hält sich eigentlich in Grenzen. Hier steht keine Kamera, richtig. Ups. Alles gut. Alles okay. Alles oh nein. Gut. Kind. Ja, habt ihr jetzt nicht gesehen. Alles gut. Nein, nein. Oh, süß. Aber auch geil, weißt du, sie läuft so ja. sicher, läuft sie wieder zurück. Zumindest hat sie es gecheckt. Ja. nee, also klar, also sag mal so, ich habe jetzt keinen Mangel an Angebot, ne? So, das ist bestimmt nicht wie bei Marc Eggers, aber das ein oder andere Mal geht man vielleicht auch darauf ein. Also es läuft auf jeden Fall besser denn je, aber nicht so, wie man sich vorstellt, dass das alles vollgeflutet wird. Eher im einfachen Kontext, dass du sagst, ah, du bist doch der und der und dann hört es das. Das ist, glaube ich, auch so ein Statusding oder so. Ja, ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, halt, wenn du bekannter bist, dass wirklich viele Frauen auf dich zukommen. Ja, ja, das weißt ist schon, du? Ich glaube, das ist ein Statusding. Ja. So, am Aussehen kann es ja nicht liegen, dann wären die ja vorher auch schon gekommen. Aber, also, ja. Du bist ja auch ein cooler Typ. Bei Männern ist ja auch so, ich sag mal, man muss ja nicht aussehen wie ein Model, ja? Ja. Was der meiste, wenn man cool drauf ist, das zählt ja. Das ist einfach so. Und bei den Frauen auch. Wenn Frauen cool drauf sind, dann, aber Frauen werden schon mehr auf die Optik reduziert, würde ich nie machen. Nee, überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall. Nein, eine coole Frau, das ist schon viel wert. Frauen mit Selbstbewusstsein, Frauen, die wirklich Humor haben, beste. Bist du eigentlich vergeben? Nein. Oh, Single. Ich bin Single, ja. Wärst du gerne in einer Beziehung? Boah, hast du überhaupt Zeit dafür? Ja, ja, klar. Ja. Ey, ich habe mehr Zeit wie jemand, der normal arbeitet, sag ich ja immer. Das ist nur unregelmäßig okay. und ein anderer Stress. Dieses ständig, ey, wie hoch ist dein Display-Time? Ungefähr, ey, 8 bis 12 Stunden bei mir am Tag. Ich bin am Handy. 8 bis 12 Stunden. Das Ding ist, ich schneide halt auch noch Videos und ich mache alles selber und ich sitze nur, eigentlich nur da dran. Jeder, das, also ich arbeite mehr als jeder. Du fühlst das auf jeden Fall, wenn man dem gerecht werden will. Hi. So fühlst du auf jeden Fall. Und damit müsst ihr natürlich zurechtkommen und ja. auch mit diesen Sachen drumherum und dies und jenes und was dann so kommt. Auch mit Frauen natürlich. Ja, genau, stimmt. Oder ja. auch mit dem Content, den ich mache. Die müssen das halt mit Humor nehmen. Ne? Ja, weil ich bin nicht groß anders. Natürlich ist das dann nochmal die krassere Version von mir selbst. Aber ich verstelle mich nicht groß vor der Kamera. Ne? Mhm. Man ist nur halt voll auf Action. So. Aber ja, wäre ich. Ich wäre gerne in einer Beziehung.
wenn es mir das Leben, bereichern würde und nicht erschweren würde. Und ja, das ist ja, glaube ich, gerade in der Branche merke ich schon oft ein Problem so. Schon wieder der. Was geht ab, Männer? Alles gut? Ja, immer. Schlechten Menschen, der kennt das Sprichwort doch. So, geht's immer gut. Ja, also potenziell wäre ich das gerne, aber wirklich, wenn es eine Bereicherung wäre. Und ich brauche eine Frau, die auch so Goals hat. Also ich kann auch ein normales Leben haben, ich will aber keine unglückliche Frau zu sitzen haben, die den ganzen Tag meckert, ich habe diesen 9-to-5-Job, ich habe nichts anderes. Und mein Hobby ist, alle zwei Wochen mal mit einem Mädchen Prosecco trinken, so ganz Klischee gesprochen. Aber ey, das brauche ich halt nicht. Ich will eine, die selbstbewusst ist, ne? Und die muss mir halt auch Kontra geben, weil ich auch selber halt, wie das halt so ist, ne? So. Ja, du bist schon selbstbewusst, also merkt man schon, deine Ausstrahlung ist schon, ja. Du bist schon so. Und sowas brauche ich als Frau. Zwar eine Liebe, jeder Mann will eine liebe Frau haben, ja, aber bitte auch dagegen halten. Ja. Ja, krass, bin ich mal gespannt. Ich auch. Wenn die Hochzeitsglocken läuten bei dir und Kinder und so. Wieder hier. Boah, ehrlich gesagt, nee, Mann. Nee? Also tatsächlich, ey, Hund, sag niemals nie, ja, safe ein Hund, aber sag niemals nie, und selbst das ist ja schwierig mit Reisen oder so, wenn man irgendwas vorhat, ja, stimmt. Aber sag niemals nie, aber ich plan's nicht, ich mach mein Glück nicht davon abhängig, ob ich irgendwann mal Vater werde. Interessant, ja, man weiß nie, wie es kommt dann, aber, und was, noch eine Frage, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt angenommen, wird wahrscheinlich richtig gut bei dir losgehen, die nächsten Jahre, also richtig nach oben gehen, denke ich mal, glaubst du, dass Erfolg und Geld dich so verändern können? Boah, ich glaube, glaub, jeder sagt ja nein. Ich glaube, das hat es jetzt schon getan, das Geld nicht. Ja. Weil ich verdiene nicht viel mehr, als ich vorher verdient habe. Nur für weniger Aufwand, sagen wir mal, oder für cooles Zeug. Was geht ab? So, deswegen, das glaube ich nicht. Der Erfolg oder wie die Leute mit dir umgehen, jetzt schon. Ich sage auch selbst im nahen Umfeld, die Leute sind anders zu einem. Direkt. Gerade die Leute, die damit gar keine Berührungspunkte haben, denken, die müssten dich anders behandeln. Sofort. Wenn du das erste Mal mit ihm unterwegs bist, dann fängt das schon an. Da kommt jemand, wie hier die Leute jetzt. Ne? So. Und wenn dann keine Kamera ist, dann kommen sie auch sagen, komm, lass mal ein Foto machen und so. Dann finden die es cool oder finden das komisch oder reden komisch über dich. Oder alles, was du tust, du repostest irgendeine Story nicht, weil du halt nicht mehr deinen privaten Insta-Account hast, so, sondern du gucken musst, das ist ja auch dein Job, dieser Insta-Account. Mhm. Und du bist abgehoben. Ja? So, ey, wegen jedem Scheiß. Das, dass du voll, voll. Also ich glaube, ich bin gar nicht abgehoben. Nee, du bist nicht abgehoben, safe, oder? Safe nicht. Du machst doch Bilder mit den Leuten und so, oder? Safe, ja, okay, gut, das ja sowieso. Aber das, der Hof kommt ja dann immer von Leuten, die irgendwie, die man dann vielleicht nicht mehr so nah an sich heranlässt, ja, ne? Ja. Ist klar. Kann man den Leuten auch nicht zum Vorwurf machen, so, weil das ist immer so eine Sache, hätte ich das vor einem Jahr, hätte ich was anderes gesagt. Das ist ja auch ein, das ist ja auch ein Selbstschutz. Und mit das, so eine Hülle, die du um, eine Schutzhülle, die du um dich so aufbaust, weil, ey, geh in meinen Schuhen, genauso wie ich in deinen Schuhen laufen müsste. Schau einfach mal, mit was du bombardiert wirst tagtäglich. Ne? Ja. Und dann passt man natürlich schon auf. Ne? Mhm. Ja. Aber ey, das ist alles noch nicht krass. Da gibt es ganz andere. Aber man muss da reinwachsen. Und in dem Verhältnis, wie das im Jahr, vor einem Jahr bei mir war. Und jetzt ist das ultra krass. So, wie gesagt. Hat sich dein Freundeskreis eigentlich verändert? Ich habe den dezimiert, auf jeden Fall. Aber auch zwangsläufig, weil man ja viel mit Leuten zu tun hat, auch durch den Job, die auch aus der Branche kommen. Weil die halt Verständnis haben. Mhm. Weil die halt Verständnis haben. Und ich kann mir einfach negative Scheiße nicht mehr geben. Also manchmal auch ohne Rücksicht auf Verlust. Das kann ja auch nicht jeder Mensch was dafür, dass ich bin. Hey, ich hatte so viele Phasen in meinem Leben, die absolut negativ waren. Aber ich habe irgendwann für mich entschieden, jetzt... Ja, hey, safe. Aber das hat auch jeder, oder nicht? So, das ist normal. Aber irgendwann sagst du, pass mal auf, gerade wenn du nach außen irgendwas geben willst, ne, dann ey, versuch dein Leben so positiv wie möglich zu gestalten. Und bist du so ein Positiver, ja? Denkst du positiv? Ja, mittlerweile, ja. Ja? Mittlerweile, auf jeden Fall. Geil. So, weil ich sehe ja auch, guck mal, es kann auch einfach kommen. Indem du einfach versuchst, was du bewegst, nicht in der Lethargie versinkst, kann ja was passieren. Egal wie. Es muss ja nicht sowas mit YouTube sein. Es kann auch ohne, dass jemand mitkriegt, was sein. Aber ey, geh reisen, mach irgendwas. Das ist immer einfacher gesagt als getan, natürlich. Ne? Aber versuch einfach, dich mit positiven Menschen zu umgeben, ne? Und automatisch... strahlst du das irgendwann hoffentlich auch auf die Menschen aus. Und für manche Menschen, und das ist mir sehr aufgefallen, ist eine positive Ausstrahlung oder eine selbstbewusste Ausstrahlung gleichzusetzen mit Arroganz, und die wollen dich auch nicht positiv sehen. Die wollen dich scheitern sehen. Die gönnen dir nicht. Komplett verbittert. Ja, ja. Und ja, kann man nur hoffen, dass sich das bei den Menschen auch irgendwann ändern wird. Ansonsten, c'est la vie, so ist das Leben, was soll ich sagen. Und deine Family und Freunde so, die engen, die feiern auch, was du machst?
Ja, ey, mein bester Freund ist zum Beispiel mein Kameramann. Gian ist absolut mein bester Freund. Ach so, der war echt dein bester Freund schon immer? Nee, aber der ist über die letzten Jahre so zu meinem besten, über die letzten 4-5 Jahre zu meinem besten Freund einfach gewachsen. Wir haben ein ähnliches Mindset, richtig cool. Ja, und meine Mutter denkt, okay, gut, Hauptsache der Junge ist glücklich, dass die jetzt mit dem Format nicht so viel anfangen kann. Ja. Servus. Ja. Ich meine, ja gut, die Eltern mit dem Social Media, ne? Die denken sich wahrscheinlich, okay. Das ist, Mutter ist dann auch die, die, ich weiß nicht, ob meine Mutter sich das ganze Video reinziehen wird, ich hoffe mal nicht. Und meine Mutter ist seit Monaten bei mir auf eingeschränkt. Die denkt, ihre Kommentare stehen noch darunter, weil die halt solche Sachen, wenn ich bei WhatsApp nicht antworte, kommentiert die ja drauf, ach, schön mal wieder was von dir zu sehen, schön mal wieder was von dir zu hören. In der Kommentarspalte, Freunde. So. Oh eingeschränkt. Gott. Sie weiß es nicht. Oh nein. Ja. Siehst du die öfter mal? Du gehst mal nach Deutschland zwischendurch? Nein, meine Mutter wohnt hier auf Mallorca, in der Nähe von Calamio. Ja, klar. Was? Ja, stimmt, haben wir bei dem Weg, warum ich hier runtergezogen bin, noch gar nicht gesagt. Meine Mutter wohnt auch auf Mallorca. Das ist ja super. Ja, voll geil. Ja, schön. Ja. Bleibst du jetzt im Winter hier auch? Nein, im Winter also mache ich in Deutschland was mit Summerfield, genau. Und habe dann ja auch zu tun in Deutschland. Auch da werden Umfragen weitergehen. Ach so, du gehst dann einfach den ganzen Winter nach Deutschland und machst da das. Genau, richtig. Und komm dann planmäßig zur nächsten Saison wieder. Okay, cool. Genau. Ja, geil. Ich würde sagen, das war schon wow, wie lange? Ich bin mal gespannt. Na, 46 Minuten. 46 Minuten. Ich habe gesagt, wir knacken keine halbe Stunde. Ich habe eigentlich wieder mit einer Stunde gerechnet, ne? Ja. Aber nee, war schön. Ich denke mal, das war alles Wichtige, was ich von dir wissen wollte. Ja. Wir werden nochmal irgendwann einen zweiten Teil machen oder so. Sehr gerne. Dann können wir mal gucken, über was wir reden oder auch dann mal ein Update. Machen wir mal einen richtigen Deep Talk oder so. Deep Talk wäre richtig geil. Das kriegen wir dann mal hin. Also wenn ihr wirklich mal... das ist ja nicht herausfordernd. Ich will das ja nie. Ne? Aber Deep Talk mit Lukas. Das wäre mal Themen oder generell Ballermann und wie sieht das hier aus mit den Leuten? So, wenn man da mal drüber reden will, sehr gerne. Können wir uns gerne mal treffen. Oder auch nächstes Jahr mal ein Update, was bei dir passiert ist. Da bin ich auch sehr gespannt. Schaue ich auch in Mexiko vorbei. Oha. So. Ja, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Das ist auf jeden Fall der Plan, wie ich gesagt habe. So Thailand, Mexiko, Deutsche umfahren mit Deutsch im Ausland nochmal. In so Partystätten, das ist eigentlich das, wo ich hin will. Leider kam, ich glaube, da kann man auch geilen Content machen. Safe, guck mal, Mexiko ist alles easy und so, ne? Aber du bist ja da connected, dann frage ich dich einfach. Ja, in safe. Der Airbnb hast du ja schon, ne? Ja. Gut, dann habe ich auf jeden Fall schon eine Unterkunft. Ach, leider, und dann gehen wir dann mal Gas. Ja. Ich glaube, Straßenumfragen. Da gehen auch viele Bekannte, also ich kenne jetzt den Namen. Ich weiß nur von Leon. War das auch Pleide kam oder wo war er? Tulum. Tulum war er. Aber auch in Playa, also da kann man auf jeden Fall was reißen. Ja, Mann. Und ich wurde auch angefragt, jetzt für einen Leggings-Hersteller gehe ich, mache ich jetzt auch in Mexiko eine Umfrage, die ich auch hier gemacht habe. Geil. Da geht es dann um den Hintern, wie wichtig ist der Hintern einer Frau, weißt du? Geil, fand ich auch witzig, weißt du, dass die jetzt sogar also aus Mexiko an alle Leggings-Hersteller, ich würde sowas auch gerne machen. Brutal, da gibt es diese eine Marke, ich weiß, wie die heißt, ein Schriftzug hier, ey, da sieht einfach jeder Arsch brutal aus. Ja. Ich mach das ja für Boom Booty. Ja, Team Arsch, ne? Ja. Ganz schwierig hier. Ja, cool. Dann würde ich sagen, danke für deine Zeit. Dann dir. Und noch eine Message an die Leute. Irgendwas, so ein, weiß ich, irgend so ein positives Ding am Ende. Du weißt doch, wie das so ist. Auf jeden Fall. Also, wenn ihr Bock auf irgendwas habt, so ein Tipp, den man in meinem Alter geben kann, guckt, dass ihr irgendwie gesundes Fundament habt. Versucht aber trotzdem durchzuziehen, lasst euch nicht unterkriegen, wenn ihr denkt, es läuft nicht so und keiner hat Bock darauf. Ne? Wichtig ist, worauf ihr Bock habt und dann immer, immer, immer weiter und dranbleiben. Ich glaube, dass das zumindest bei mir jetzt so das Erfolgsrezept. Einfach dranbleiben, weitermachen, weitermachen, weitermachen und alles wird gut. Ja finde ich gut, feier ich. Kommt noch Malle und sauft euch den Arsch zu. Jawohl. Okay, das ist das Schlusswort. Also, bis bald, Leute. Like das Video. Abonnieren nicht vergessen. Genau. Direkt abonniert, Junge! Mann!